Hallo zusammen. Das Untergestell ist gerade fertig geworden, noch fehlt die Endbehandlung und dazu muss ich das Ganze erstmal wieder auseinandernehmen. Ach je, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Diese Schraube, die ich für annähernd unzerbrechlich gehalten habe, ist zerbrochen beim Herausdrehen oder schon beim Hereindrehen, da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist jetzt die Frage, ob ich das hier überhaupt nochmal rausbekomme, also diese Schraube. Nun ja, dazu müssen wir es auseinandernehmen und schauen, wie viel da noch von der Schraube rausguckt. Na, das steckt schön zusammen. Ah, boah, das geht. Es geht. Gut. Gute Nachricht, ich krieg's doch zusammen. Schlechte Nachricht, die Schraube steckt fast vollständig da drin. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Man müsste hier ein Loch reinbohren und dann irgendwie eine Linksgewindeschraube reindrehen und dann mit dem Linksgewinde das Ganze rausziehen. Aber sowas habe ich nicht. Von daher würde ich jetzt sagen, ich versuche das mal aufzubohren. Und wenn das auch nicht geht, wisst ihr was, dann lasse ich es einfach so stecken, wie es jetzt steckt. Ich meine, das Holz hält auch mit zwei Schrauben und der Tisch wird immer noch stabil sein. Nee, das klappt so nicht. Also ich werde das jetzt hier flach feilen und dann lassen wir das. Zerlegt ist es jetzt. Fangen wir also endlich an mit dem, worum es hier eigentlich gehen soll. Und dazu muss ich das Ganze erstmal herunterschleifen auf eine feine Körnung. Jetzt habe ich zwar hier den Werkstattsauger, aber noch keinen Adapter, um ihn an die Schleifmaschine anzuschließen. Das heißt, das Ganze muss so gehen. Die Teile des Untergestells habe ich jetzt auf Körnung 120 heruntergeschliffen. Das ist nicht so fein, muss man ehrlich sagen, aber es ist ja auch nur, in Anführungszeichen, das Untergestell. Bei der Platte später, da werde ich auf jeden Fall auf der Oberseite eine deutlich feinere Körnung wählen, aber auf der Unterseite ebenfalls nicht. Ölen werde ich das Ganze mit dem Öl von Heliacare. Das ist ein Bioöl, also aus Bioölsaaten. Damit habe ich bereits positive Erfahrungen gemacht und selbstverständlich kommt das auch hier bei meinem Tisch zum Einsatz, denn immerhin hat man mit so einem Tisch auch mit Lebensmitteln Kontakt und da kann man sich nicht irgendein Öl draufpacken, das womöglich Giftstoffe enthält. Hier mit diesem Öl bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Man muss der Korrektheit halber dazu sagen, dass die Firma Heliacare mich hier sponsert, insofern als dass sie mir hier Öl und Balsam zur Verfügung gestellt hat. Der Wunsch, dieses Produkt zu benutzen, der stammt allerdings von mir. Vor etwa einem Jahr, Dezember war es, da habe ich mir hier dieses Woodworker-Set selbst gekauft. Das beinhaltet eine Flasche Öl, eine Dose Balsam und eine Dose Wachs sowie Gummibärchen, ja, ganz wichtig. Und eine Ziehklinge. Die Ziehklinge, die liegt jetzt hier nicht dabei, aber die braucht man auch nur, wenn man eine alte Oberfläche abziehen möchte. Wie man diese drei Teile genau benutzt, das habe ich in einem anderen Video bereits sehr genau erklärt. Schaut doch mal gerne da oben, wenn euch das näher interessiert. Ich werde allerdings jetzt hier dieses Öl, das hat man mir gesponsert, und das Balsam hier benutzen, um das Untergestell so nach Schema F zu behandeln. Die Platte. Da werde ich allerdings später was ganz Besonderes machen. Das hatte ich ja auch am Ende des letzten Videos versprochen, dass man so vielleicht hier auf YouTube noch nicht gesehen hat. Vielleicht doch ganz kurz zur Theorie. Das Öl ist natürlich dazu da, ins Holz einzuziehen und das Holz von innen zu schützen, indem es beispielsweise Feuchtigkeit daran hindert, ins Holz einzudringen, sodass das Holz nicht verwittern kann. Das Wachs ist für die Oberfläche verantwortlich, das versiegelt die und sorgt für einen schönen Glanz.
Und das Balsam, das ist eine Mischung aus Öl und Wachs. Das Öl zieht ins Holz ein, nimmt das Wachs ein Stück weit mit, sodass die obere Schicht, also diese Poren des Holzes, hier ebenfalls mit Wachs versiegelt werden, wie mit Pfropfen. Was man aus dieser Perspektive jetzt nicht so gut sieht, ist, dass die Wachsdose relativ dünn ist im Vergleich zur Balsamdose. Und der Grund ist einfach, dass man von dem Wachs deutlich weniger benötigt als von dem Balsam. Denn das Balsam, das soll ja ins Holz mit einziehen. Das Wachs hingegen ist nur für die Oberfläche da. Beginnen wir also mit dem Untergestell. Wie gesagt, nach Schema F, erst Öl, dann Balsam, dann Wachs. Übrigens, diese Lappen hier, die sind ja ölgetränkt. Die hatte ich einfach hier in dieser Kiste aufbewahrt. Ich weiß, ölgetränkte Lappen, so heißt es im Lehrbuch, soll man nicht unverschlossen irgendwo liegen lassen. Da besteht Entzündungsgefahr und damit Brandgefahr. Nicht bei diesem Produkt. Die Stoffe, die sich selbst entzünden können, die sind nicht mehr hier enthalten. Das wurde herausgefiltert. Die können sich nicht entzünden. Und das ist nicht nur so ein Werbegag, das ist wirklich zertifiziert. Und wer überhaupt keine Lappen benutzen möchte, ja, der kann das auch einfach mit den Fingern verteilen. Ist nicht giftig, könnte man sogar essen. Etwa eine Stunde später beginne ich damit, das überschüssige Öl mit Krepptüchern abzuziehen. Nicht, dass das unbedingt notwendig wäre, das würde nicht ranzig werden, aber ich möchte ja mit dem nächsten Arbeitsschritt weitermachen, also wird weggenommen, was noch nicht eingezogen ist. Und dieser nächste Arbeitsschritt ist das Einbalsamieren. Balsam ist, wie gesagt, eine wohl ausgeklügelte Mischung aus Öl und Wachs. Und damit das Wachs hier mit dem Öl gut ins Holz einziehen kann, muss man das einmassieren. Richtig schön fest mit einem Lappen einmassieren. Dabei erhitzt sich das Wachs, schmilzt und zieht mit dem Öl in die oberen Schichten ein. Die Seitenteile des Untergestells habe ich nun beide komplett mit Balsam eingerieben. Es ist übrigens wichtig, dass ihr das in Faserrichtung einmassiert. Richtig schön mit ein bisschen Druck, aber immer in Faserrichtung. Bei dem Zwischenteil hier, da habe ich zugegebenermaßen nur die Oberseite damit behandelt. Die Unterseite, die sieht man ja eh nicht mehr. Ach ja, einen kleinen Fehler habe ich noch gemacht. Ja, was heißt Fehler? Also, nachdem ich das überschüssige Öl mit dem Krepptuch weggenommen habe, hätte ich noch etwa 2 Stunden warten können, bis das Öl komplett ins Holz eingesogen ist, sodass die Oberfläche einigermaßen trocken erscheint. Und dann hätte ich das Balsam drauf gemacht. Ich hatte jetzt aus Zeitgründen darauf verzichtet. Das bedeutet in der Praxis nicht, dass ich jetzt alles komplett neu machen muss. Nein, das heißt einfach nur, dass dieser Effekt, dass das Wachs hier mit dem Öl in das Holz reingesogen wird, nicht so stark ist, wie wenn ich gewartet hätte, bis das Holz an der Oberfläche trocken gewesen wäre. Auf die Wachsschicht verzichte ich übrigens, unter anderem deshalb, weil ich auch bei der Tischplatte nachher, aber aus anderen Gründen, auf die Wachsschicht verzichten werde. Diese Wachsschicht, die versiegelt das Ganze ja nochmal schön. Das ist sicherlich wichtig, wenn ihr Holz habt, das beansprucht wird. Aber hey, das ist wie gesagt nur das Untergestell. Außerdem verleiht das Wachs dem Holz einen wunderbaren Glanz. Den brauche ich hier beim Untergestell auch nicht. Zumal ich das ja gar nicht bis Körnung 400 herauf geschliffen, sondern nur bis Körnung 120 geschliffen habe. Von daher wäre das wahrscheinlich sowieso vergebene Liebesmüh. Das heißt, das Untergestell ist soweit fertig. Ich lasse das jetzt noch bis morgen hier unten in der Werkstatt trocknen und dann kann das oben aufgebaut werden. Naja, ganz in der Werkstatt hier kann es nicht bleiben, denn ich muss ja noch die Tischplatte machen. Das heißt, ich muss jetzt hier abseits der Kamera mal ein bisschen umbauen. Ich bin hier gerade ein bisschen die Werkstatt am Umräumen und schaut mal, was das für ein wahnsinniger Unterschied ist zwischen dem behandelten Holz hier auf der rechten Seite und der noch unbehandelten Tischplatte. Wahnsinn. Okay, die Tischplatte steht jetzt auch ein bisschen mehr im Schatten als das behandelte Holz, aber trotzdem, ich denke, der Farbunterschied ist deutlich erkennbar. Die Tischplatte liegt wieder hier auf dem Boden in der Werkstatt und das Untergestell befindet sich zerlegt da im Hintergrund, wo zuvor die Tischplatte stand. Wir schauen uns die Ecken mal etwas genauer an. Da werden wir nämlich feststellen, dass sich hier ein kleiner Überstand befindet und das ist an allen 4 Ecken so. Aber diesen Überstand werde ich nicht beseitigen, denn Holz arbeitet bekanntermaßen in die Breite. Und hier in der Werkstatt ist es zurzeit relativ kühl.
Das heißt, wenn das Holz sich erstmal ausdehnt bei höheren Raumtemperaturen, ist es durchaus wahrscheinlich, dass dieser Überstand wieder verschwindet. Etwas nachzuarbeiten gibt es allerdings doch, denn die Kanten hier sind relativ scharf und die Ecken einigermaßen spitz. Übrigens, das hier ist die Unterseite, das heißt, die Platte liegt zurzeit kopfüber hier auf dem Boden. Deshalb werde ich jetzt den Abrundfräser benutzen, um die Kanten und die Ecken und damit die Gefahrensituation etwas zu entschärfen. Wenn ihr euch fragt, warum ich nicht hier meinen neuen Werkstattsauger an diese Fräse angeschlossen habe, ganz ehrlich, ich hab's einfach vergessen, weil das ist noch nicht so in meiner Routine drin, dass ich das Ding hier anschließen kann. Wobei, kann ich's denn? Das ist eine gute Frage. Also der Schlauch direkt, der passt nämlich nicht hier drauf und die mitgelieferten Adapter. Schauen wir mal. Nee, die passen auch nicht. Also ich hätte's auch gar nicht anschließen können, davon abgesehen. Eigentlich verwunderlich, dass das nicht irgendwelchen DIN-Normen unterliegt, sodass hier jeder Schlauch auf jeden Anschluss passt. Warum ist das so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen die Firmen entsprechend ihre eigenen Adapter und Absaugmaschinen und so weiter vertreiben, sodass die Bosch hier nicht auf die Makita passt. Aber das ist nur eine Vermutung. So, jetzt muss ich mir aber mal dringend hier meine Maske anziehen. Meine Maske anziehen und vorher wieder reparieren, denn es ist doch ein bisschen staubig in der Werkstatt, wenn man das nicht absaugt. Ja, und die Rückseite muss ja auch noch gemacht werden, aber vorher gibt es ja noch ein bisschen was nachzuschleifen, denn es sind ein paar schwarze Stellen entstanden, einfach überall da, wo Äste waren oder wo ich Stirnholz gefräst habe. Die Geschwindigkeit ist halt nicht für alle Holzarten die gleiche. Da hätte ich wahrscheinlich an den Ästen und an den Kopfenden die Geschwindigkeit drosseln müssen. Aber das ist während des Arbeitsprozesses natürlich absolut unpraktisch oder unpraktikabel. Das kann man nicht leisten. Von daher, wie gesagt, muss ich hier noch ein bisschen nacharbeiten. Das hier ist jetzt die Rückseite der Tischplatte, die werde ich einfach ölen, so wie sie ist. Da geht es nur darum, dass Öl drauf ist zum Schutz, aber nicht um die Schönheit. Balsam kommt da auch nicht drauf und Wachs ja sowieso nicht. Das war die Unterseite. Das Ganze sollte jetzt bis morgen einwirken. Ich werde allerdings nachher noch die Oberseite behandeln, zumindest mit Öl. Dazu werde ich das in etwa, mal sagen wir, einer Stunde oder so umdrehen. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Das kann ja trotzdem bis morgen dann erstmal in Ruhe einwirken, bevor ich das überschüssige Öl dann abnehme. Es waren jetzt doch eher 2 Stunden als eine. Wie man sieht, habe ich hier wirklich satt Öl aufgetragen. Das glänzt zum Teil noch ganz schön. Das überschüssige Öl muss ich jetzt hier aber auch nicht abnehmen. Das kann ruhig noch ein paar Tage draufbleiben. Das ist ja ein Öl, das nicht verharzen kann. Die Stoffe, die zum Verharzen führen würden, sind aus dem Öl herausgefiltert. Von daher alles kein Problem. Jetzt drehen wir die Platte aber mal um. Oh, schweres Teil. So, und was ist denn jetzt bitte diese besondere Methode, von der ich die ganze Zeit spreche, die ich hier groß angekündigt habe, die ich hier bei der Platte benutzen will? Sagte ich vorhin, ich wolle die Platte ölen? Sorry, da hatte ich mich vertan. Ich möchte sie nicht ölen, ich möchte sie mit Balsam behandeln. Und zwar ausschließlich mit Balsam. Normalerweise, das habt ihr ja vielleicht gesehen, ist es üblich, dass man dick Öl aufträgt und dann dünn Balsam. Hier mache ich es nicht nur umgekehrt, also Dünnöl und Dickbalsam, sondern ich lasse das Öl sogar ganz weg. Ich werde also direkt das Balsam auftragen, aber dafür eine richtig fette Schicht davon. Rekapitulieren wir zunächst nochmal kurz, wie man normalerweise dieses Woodworker-Set hier einsetzt. Normalerweise beginnt man natürlich mit dem Öl.
Man trägt das Öl satt auf das Holz auf, dass das Holz sich richtig schön voll saugen kann, dass das Öl tief ins Holz eindringt, dass das Holz durchtränkt ist vor Öl, denn dann kann hinterher keine Flüssigkeit mehr ins Holz eindringen. Kurzum, das Holz ist von innen geschützt. Danach nimmt man dieses Balsam, diese Mixtur aus Öl und Wachs, trägt sie oberflächlich auf das Holz auf und massiert es mit etwas Druck und etwas Hitze, die dabei entsteht, in das Holz ein, in Faserrichtung. Auf die Weise schmilzt das Wachs und das Öl, das zieht das Wachs mit ins Holz hinein, sodass das Wachs in den oberen Schichten, in den Poren des Holzes, eine Art Pfropfen bildet. Es kann nichts mehr hinein. Das Öl kann auch nicht mehr heraus, also das ist sozusagen eine Versiegelungsmethode. Zusätzlich kann man, ja, und ich betone kann, das ist optional, kann man dann zusätzlich auch noch dieses Wachs hier benutzen, um noch einmal eine Schicht oben aufzubringen an Wachs, was das Ganze dann nochmal versiegelt und auch für einen schönen Glanz sorgt. So, jetzt gibt's aber da so einen kleinen Haken bei der Sache, über den ich anfangs gar nie nachgedacht hatte, aber je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto klarer ist es mir eigentlich geworden. Und insofern hatte ich da vorhin auch einen Fehler gemacht. Ja, wovon spreche ich? Wenn das Öl erstmal so richtig schön satt aufgetragen ist und man dann von mir aus auch das überschüssige Öl nach ein paar Stunden entfernt hat, dann ist die Oberfläche ja noch ölig. Wenn man dann das Balsam direkt aufträgt und einmassiert, dann kann die Oberfläche, weil sie ja noch getränkt ist mit Öl, ja noch gar kein weiteres Öl aufnehmen. Und damit kann auch das Wachs nicht mit dem Öl ins Holz hinein eindringen, zumindest nicht so tief, wie das der Fall wäre, wenn man nach dem Abnehmen des überschüssigen Öls das Ganze erst noch hätte eine Weile trocknen lassen. Das war, wie gesagt, vorhin mein Fehler, ich habe es nicht lange trocknen lassen, von daher, ja, das hatte schon einen Effekt, dieses Balsam, aber von daher war dieser Effekt nicht so groß, wie er hätte sein können, wenn ich etwas gewartet hätte. So, wenn man aber jetzt das Ölen mal ganz wegließe und nur mit Balsam arbeitet, also direkt, da ist ja Öl drin. Wie gesagt, das ist eine Mixtur aus Öl und Wachs. Wenn ich also dieses Balsam direkt auftrüge, dann wäre das Holz ja noch aufnahmebereit für Öl, und zwar jede Menge Öl. Dazu müsste ich das Balsam aber auch sehr dick auftragen. Und da das Ganze sehr dickflüssig ist, im Vergleich zum Öl zumindest, dünnflüssig im Vergleich zum Wachs. Also da das Ganze recht dickflüssig ist, müsste ich es relativ lang auf dem Holz belassen, damit das Balsam genug Zeit hat, in das Holz einzudringen, damit das Öl genug Zeit hat, ins Holz einzudringen und das Wachs mitzunehmen. Ja, zumal das Wachs ja auch bei Raumtemperaturen nicht so flüssig ist, dauert das ja auch eine Weile, bis es dann mit eingedrungen ist. So, und genau das ist die möglicherweise neue Idee, die ich nicht selbst hatte, das möchte ich betonen. Ich hatte ein Telefonat mit einem der Produktentwickler von Heliacare und die haben mir den Tipp gegeben, oder er hat mir den Tipp gegeben, ich solle das doch mal ausprobieren mit dem Balsam. Das sei eine neue Methode, die man sich ausgedacht hätte, das müsste gut funktionieren, fand ich absolut plausibel, bis auf die Kleinigkeit, dass ich denke, wenn das Wachs nicht warm ist und nicht flüssig ist, wie soll es dann mit ins Holz hineinziehen? Aber er meinte, wenn man dem Holz genug Zeit gibt, wir reden hier von 2 bis 3 Tagen, dann sollte das schon funktionieren. Außerdem muss man später in den darauffolgenden Wochen auch immer mal wieder ein bisschen Balsam nachlegen. Aber für den Anfang dick Balsam auftragen, 3 Tage warten und dann das überschüssige Balsam wegnehmen. Ja, man braucht dafür, gerade bei hier so über 2 Quadratmetern Fläche, eine ganze Menge Balsam. Darum hat man mir auch hier noch etwas Balsam zur Verfügung gestellt. Also nochmal eine zusätzliche Packung zugeschickt, falls hier meine eigene nicht reichen sollte. Aber so schlimm ist es dann doch nicht, denn man wird am Ende noch genug Balsam auf der Platte haben, dass man mit dem Spachtel wieder abziehen und dann später auch wiederverwenden kann. Also auch wenn ich das Ganze jetzt sehr dick auftrage, nicht alles, was ich auftrage, wird verloren sein. Wie viel davon nachher übrig ist, das muss ich mal schauen. Aber jetzt genug geredet, lass uns das Ganze jetzt einfach mal ausprobieren.
Ah, das macht Spaß. Ja, ich kleiste da so richtig schön fett ein mit dem Zeug, ne? Die Dose war vorher schon halb leer. Jetzt ist sie gleich ganz leer. Aber es geht noch. Ich habe ja noch eine ganze große Dose und noch eine kleine. Das sollte hinhauen. So, was jetzt hier die Struktur eines noch feuchten Ölgemäldes hat, das ist dieser dicke, pastose Auftrag des Balsams auf diese große Holzplatte. Das sind etwa 2 Quadratmeter. Die Aussparung in der Mitte müssen wir natürlich abziehen, aber wir haben hier 1,5 Meter mal 2,10 Meter Außenmaße an dieser Platte. Das ist schon ordentlich und dafür sind hier etwa 300 Milliliter draufgegangen, also der Rest der alten Dose plus etwa die Hälfte der neuen Dose. Die Dose hat 300 Milliliter und bedenkt, ein bisschen was von dem, was ich hier aufgetragen habe, werde ich auch wieder bekommen, wenn ich hinterher das Ganze abspachtle. Es kann aber auch sein, dass ich sogar noch mal nachlegen muss, falls ich zwischendurch feststelle, dass das eingezogen ist und schon trocken wird. Glaube ich aber nicht. Ich habe das jetzt wirklich sehr, sehr dick aufgetragen. Das sollte nicht komplett einziehen können. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt heißt es Geduld haben. 3 Tage warten war die Ansage. Ich weiß nicht, ob ich 3 Tage Geduld habe, aber 2,5 Tage will ich dem auf jeden Fall geben. Wir haben jetzt Dienstagabend, dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, vielleicht im Laufe des Freitagnachmittags werde ich mir das Ganze mal anschauen und damit beginnen, hier das Balsam abzuschaben und das Ganze dann zu polieren. Besonders gespannt bin ich ja mal, wie das Wachs sich hier verhält. Denn wie gesagt, normalerweise wird das Wachs durch das Einmassieren zum Schmelzen gebracht und geht dann mit dem Öl zusammen ins Holz hinein. Hier wird nichts zum Schmelzen gebracht, sondern wir haben hier Raumtemperatur. Die beträgt in meiner Werkstatt so um die 15 Grad, also nicht übermäßig warm, aber immerhin warm genug, dass ich hier beim Arbeiten jetzt im T-Shirt herumlaufen kann. Nun ja, wie auch immer. Wenn wir jetzt hier in 3 Tagen nur noch eine Wachsschicht oben drauf haben und das, was ich abschabe, wirklich nur noch Wachs ist ohne Öl, ja, dann werde ich wissen, dass es nicht funktioniert hat. Sollte ich aber Balsam abschaben, dann wird das Ganze wohl funktioniert haben. Man muss ja immer was Neues ausprobieren. Es gibt aber auch eine Alternative, wenn ihr jetzt sagt, ich habe keine 3 Tage Zeit. Okay. Dann nehmt Öl und tragt einen dünnen Ölfilm, wirklich dünn, mit einem Pinsel oder so, auf das Holz auf, einfach damit das Holz schon mal ein bisschen was aufgesogen hat. Dann kommt das Balsam drauf und dann benutzt ihr einen Heißluftföhn. Übertreibt es nicht mit der Hitze, da sollten hier keine 100, 125 Grad oder mehr sein, sondern 70 Grad maximal. Damit bekommt man das ganze Balsam natürlich auch schön geschmolzen und es dringt ins Holz ein. Aber dazu gibt es schon Videos auf YouTube und man muss ja auch ab und zu mal was Neues präsentieren und ausprobieren. Von daher will ich das hier mal mit dieser 3-Tage-Methode machen, wo nur Balsam aufgetragen wird, ohne Öl davor und wie ich später noch erläutern werde, auch auf keinen Fall eine Wachsschicht hinterher obendrauf, sondern nur das Balsam. Genug für heute, wir haben schon 10 Uhr abends. Ich gehe mal ins Bettchen und ihr seht mich in 3 Tagen wieder. Naja, für euch sind es halt nur ein paar Sekunden, wenn das Ganze hier hoffentlich funktioniert hat. Leute, ich bin so blöd, also wirklich so blöd. Gestern, das war offenbar nicht mein Tag. Erst die Sache mit der Schraube, die mir gebrochen ist, dann die Geschichte, dass ich das Öl im Untergestell nicht hinreichend lange habe einziehen lassen, bevor ich das Balsam draufgepackt habe, und dann das hier. Mir ist es tatsächlich erst gestern Abend beim Videoschnitt 7 Teils eingefallen, also als ich das Videomaterial von gestern geschnitten habe, dass ich da was vergessen habe. So eine Kleinigkeit. Ich habe vergessen, die Platte zu schleifen. Ja, ich wollte die Platte auf der Oberfläche doch noch auf eine schöne, feine Körnung herunterschleifen. 400er, das wäre super. Gut, da habe ich kein Papier da, aber 240er Schleifpapier, das hätte ich. Und bis dahin hätte ich das auf jeden Fall gerne geschliffen.
Ich hab's verpennt. Es war spät, ich wollte fertig werden, ich wollte das Balsam gestern Abend noch unbedingt draufkriegen, damit das jetzt noch 3 Tage Zeit hat zu trocknen. Dann ist es an Silvester nämlich fertig und an Silvester, beziehungsweise von Silvester auf Neujahr, da haben wir Gäste. Und dann wollten wir eigentlich zum ersten Mal hier an dem Tisch sitzen. Was heißt, wir wollten eigentlich, wir werden dann zum ersten Mal an dem Tisch sitzen. Auf jeden Fall wollte ich deshalb dieses Balsam drauf bekommen. Und dann habe ich es im Eifer des Gefechts und aus Müdigkeit heraus einfach verpennt. Es wäre noch gar nicht mal übermäßig viel Arbeit gewesen, das hier mit der Schleifmaschine zu machen. Vielleicht eine Stunde oder zwei, ja, das hätte man ja locker noch machen können. Aber verpennt. Ja gut. Aber Hominger, man bringt nichts. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Das Balsam hier jetzt nochmal abzuziehen und dann zu schleifen, na, das bringt nichts. Das Holz ist ja bereits getränkt und wenn ich jetzt anfange, das frisch balsamierte Holz zu schleifen, dann würde das so einen Schleifschlamm bilden, aber ich könnte das Holz nicht vernünftig abschleifen. Ja, im Endeffekt werde ich halt jetzt keine so schöne, glatte, Baby-Popo-artige Oberfläche bekommen, wie ich das hätte haben können. Es wird eine etwas rauere, grobere Oberfläche sein. Aber andererseits, seien wir mal realistisch. Wir haben ein kleines Kind. Dem wird es früher oder später einfallen, hier mit dem Kugelschreiber so richtig schön drauf rumzuschreiben oder mit der Gabel drauf rumzukratzen oder irgendwas drauf auszukippen, am besten Wasserfarbe oder so. Und das heißt, ich werde diesen Tisch sowieso in ein paar Jahren nochmal komplett an der Oberfläche überarbeiten müssen. Spätestens dann werde ich das alles schön schleifen und dann nochmal richtig mit Balsam behandeln. Aber auch bis dahin werde ich es natürlich immer mal wieder mit Balsam behandeln. Muss ja sein. Aber wenn es dann eines Tages soweit ist, dann kann ich das nochmal komplett überarbeiten. Das heißt, der Tisch ist jetzt nicht für die nächsten 3 Generationen verloren, bloß weil ich vergessen habe, das Ding zu schleifen. Ja. Apropos Balsam, jetzt wo wir schon gerade hier sind, schauen wir uns das mal an, aus der Nähe. Da sehen wir nämlich, und das ist für mich selbst jetzt offen gesagt ziemlich überraschend, dass nach einem Tag, noch nicht mal einem Tag, das war jetzt gerade mal ein halber Tag, das Balsam zum Teil schon eingezogen ist. Und zwar so weit, dass die Oberfläche fast trocken zu sein scheint. Ihr seht es hier anhand der Reflexionen. In manchen Bereichen, da glänzt das Balsam noch so richtig schön, aber in anderen Bereichen, da glänzt gar nichts mehr, da ist es schon stumpf. Hier zum Beispiel, jetzt kommt der Bereich ins Bild, dieser dunkle Bereich, da ist fast kein Balsam mehr drauf. Das ist alles schon eingezogen und das heißt, ich kann mich jetzt bereits daran begeben, noch etwas Balsam aufzutun. Da noch mehr Balsam drauf zu tun, war zwar nicht der ursprüngliche Plan. Ich wollte es ja eigentlich dick genug auftragen, dass es jetzt 3 Tage lang schön einziehen kann. Aber wenn es dann halt schon eingezogen ist, naja, dann muss man halt nachlegen. Also, machen wir es. Nee, stopp. Bevor ich jetzt noch mehr Balsam drauf packe, nutze ich die Tatsache, dass mein Schwager gerade im Haus ist. Der ist stark. Der kann mir nämlich helfen, diese Holzplatte nach oben zu transportieren. Das muss ja 2 Etagen rauf. Ich werde jetzt erstmal das Untergestell oben aufbauen. Dann bringen wir die Platte hoch. Und dann, wenn der Tisch an Ort und Stelle steht, wo er später stehen soll, dann werde ich das Ganze nochmal einbalsamieren. Hier steht schon einmal das Untergestell. Und übrigens, diese eine Schraube, die abgebrochen ist, die habe ich aus dekorativen Gründen einfach doch wieder reingeschraubt. Sieht einfach besser aus, als wenn da ein Loch wäre. Und hier seht ihr den Tisch jetzt zum ersten Mal mit Platte an dem Ort, wo er später stehen wird. Übrigens ist das auch das erste Mal, dass ich selber den Tisch mit Platte so sehe. Ich hatte den unten in der Werkstatt nie aufeinander aufgebaut. Das war einfach zu eng und ich alleine habe es ehrlich gesagt auch nicht draufgekriegt. Also die Platte auf das Untergestell. Ach, guck mal, wer da oben war. Hi, Juli! So, gegen das Licht sieht man auch sehr schön, wo sich hier Bereiche befinden, wo das Balsam bereits komplett eingezogen ist, sodass das Holz hier komplett trocken erscheint. Da zum Beispiel jetzt in der Mitte des Bildes. Und hier vorne an der Kante, da rechts, da hatte ich offenbar komplett vergessen, einzubalsamieren. So, ganz nebenbei seht ihr aber auch vielleicht im Hintergrund, dass sich da ein bisschen was getan hat. Zum Beispiel die Couch. Ich glaube nicht, dass ihr die schon gesehen habt. Also im Grunde sind wir hier einzugsfertig. Die Deckenlampe hier über dem Tisch, die ist es vielleicht außerhalb des Bildausschnitts, die fehlt noch. Okay, der Backofen, der fehlt immer noch, aber das sind so Kleinigkeiten. Im Grunde können wir jetzt hier einziehen und das werden wir wohl auch in den nächsten Tagen tun. Ja, Wahnsinn, das fühlt sich wirklich komplett trocken an. So ein bisschen von dem Wachs ist hier noch oben drauf. Okay, das war zu erwarten, aber das meiste scheint tatsächlich zusammen mit dem Öl irgendwie eingezogen zu sein. Hier ist jetzt so eine Schicht noch übrig aus Wachs und ein bisschen Öl, aber im Großen und Ganzen sieht das wirklich recht trocken aus. Deshalb gehen wir hier nochmal drüber und balsamieren, wie gesagt, ein bisschen nach.
So, jetzt glitscht es doch wieder so richtig schön und überall. Und was hat es jetzt eigentlich hier mit diesem großen Loch in der Mitte des Tisches auf sich? Dazu beachte man einmal zunächst, dass das Untergestell so konstruiert ist, dass hier rechts und links des Tisches jeweils solche Auflagen vorhanden sind. Meine Idee ist es, dass man hier verschiedene Einsätze, nun ja, einsetzen kann. Darum nennt man sie Einsatz. Ja. Jedenfalls, wenn es keinen besonderen Einsatz gibt, dann sind die Standardeinsätze genau die Teile, die ich hier herausgeschnitten habe. Diese Zwischenteile hatte ich die ganze Zeit hier irgendwo in der Werkstatt liegen. Von der Länge her sollte das auch bereits passen, denn während des Verleimens hatte ich die in der großen Platte drin gelassen. Aus einem ganz einfachen Grund, der Druck musste sich auch über das Loch hinaus verteilen. Und ganz wichtig, ich hatte hier Klebestreifen zwischen und am Rand dieser Teile belassen, sodass es von der Länge her auch ein paar Zehntel Millimeter kürzer sein sollte als nötig. Deshalb sollte das, wie gesagt, von der Länge her passen, aber in der Breite, da entspricht das noch genau der Breite der Lücke und damit passt es nicht ganz. Das heißt, man muss es hineinpressen und kann es nicht locker hineinlegen oder entnehmen. Von daher werde ich diese Teile jetzt nochmal mit einer Seite über die Abrichte ziehen, aber ich werde nur ganz wenig abnehmen, nur ein oder zwei Zehntel, wenn möglich. So, es ist abgerichtet und eingepasst, natürlich direkt am Tisch, deshalb ist das Holz jetzt auch ein bisschen ölig. Von der Dicke her gibt es übrigens nichts zu tun, das ist zwar theoretisch ein oder zwei Zehntel Millimeter dicker als der Rest, aber das ist für die Praxis völlig irrelevant. Die werden jetzt noch geschliffen und weil mir inzwischen die Zeit fehlt, um die auch noch mit dieser 3-Tage-Balsam-Methode zu behandeln, werden die danach ganz normal geölt und balsamiert. Während das Öl jetzt einzieht, schauen wir mal oben, wie es dem Tisch geht. Die 3 Tage sind um und wiederum sieht man, dass an einigen Stellen das Balsam gut eingezogen ist und an anderen noch nicht vollständig. Wir werden uns jetzt mal daran begeben, diese Reste abzuschaben. Das hier ist so ein Plastikspatel aus dem Backwarenbereich. Den habe ich meiner Frau abgeluchst und damit werde ich das Balsam jetzt abziehen. Ja, wenn man sich das hier jetzt mal so anguckt, da ist doch noch einiges an Balsam, was wieder abgenommen werden konnte. Und das kann man natürlich wiederverwenden. Übrigens bin ich auch ganz froh, dass es wirklich Balsam ist und nicht reines Wachs, was übrig ist. Das heißt, das Öl, das eingezogen ist, hat tatsächlich einen Teil des Wachses mit ins Holz hineingenommen, so wie es auch sein sollte. Ansonsten wäre ja, wie gesagt, hier nur Wachs übrig geblieben. Trotzdem, da ist natürlich jetzt noch eine Wachsschicht auf dem Tisch. Und die gilt es jetzt einzumassieren. Dazu benutze ich hier so ein handelsübliches Küchenkrepp und ihr wisst Bescheid, immer nur in Faserrichtung. War's im Wesentlichen. Die Einsätze habe ich abseits der Kamera auch fertig gemacht, das heißt balsamiert. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch alles passt. Das sieht gut aus. Jawohl. Gut, so ein kleines bisschen Spiel muss das Ganze natürlich haben. Das ist okay. Die Maserung, beachtet das bitte, dass es eine Maserung hier mit dem Brett
außen. Also das war ja mal ein durchgehendes Brett. Und so soll es sein. Das Mittelteil wackelt so ein bisschen. Vielleicht hat sich das ja minimal verdreht. Gut, da kann man sich eventuell mit ein paar Streifen Papier unten drunter behelfen, falls das nerven sollte. Aber wozu ist das Ganze jetzt überhaupt da? Also, wie gesagt, das Mittelstück an sich, da ist die Idee, dass man einen anderen Einsatz hineinmachen kann. Also, wenn man das hier rausnimmt, dann kann man beispielsweise hier einen Einsatz bauen, der Blumenvasen beinhaltet, sodass die Blumen dann nicht mit der Vase auf dem Tisch, sondern quasi im Tisch stehen. Oder gerade zur Weihnachtszeit baut man einen Adventskranz, der dann hier eingelassen wird und dann hat man die Kerzen ebenfalls hier unten drin und die schauen nur ein Stückchen über den Tisch hinaus. Könnte ganz schön aussehen. Ja, und was die beiden Außenteile angeht, so ist das hier ein besonders silvesterfreundlicher Tisch. Denn, schaut mal her, da sieht man vielleicht aus der Kameraperspektive jetzt am besten, wenn ich den vorderen Teil hier rausnehme. Da hat man nichts anderes als einen Kabelschacht. Dazu war die Bohrung hier gut. Denn mir ging es immer auf den Keks, wenn an Silvester das Raclette hier mitten auf dem Tisch steht und das dazu benötigte Kabel irgendwo da entlang läuft, wo Leute sitzen. Das muss nicht sein. Also dachte ich, es wäre doch super, wenn man einen Tisch hätte, wo das Kabel von unten aus dem Tisch rauskäme. Und genau das ist hiermit jetzt möglich. Man verlegt das Kabel einfach auf den Boden, lässt es dann hier herauskommen. Da steht das Raclette oder auch hier und da, je nachdem, wie man es haben will. Auf jeden Fall, das Kabel kann hier herauskommen und es stört niemanden, der hier am Tisch sitzt. Und damit bin ich, was die Oberflächenbehandlung des Tisches angeht, eigentlich auch fertig. Denn eine Wachsversiegelung, die wird und soll es hier tatsächlich nicht geben. Hier auf der Tischoberfläche, da befand sich ja bereits einiges an Wachs von dem Balsam. Das habe ich ja vorhin mit dem Krepptuch schön einmassiert. Und das ist jetzt in die oberen Schichten des Holzes eingezogen und hat die Holzporen wie mit einem Pfropfen verschlossen. Wenn ich da jetzt aber noch eine weitere Wachsschicht drauf tue, dann versiegelt das die Oberfläche. Und das hat den großen Nachteil, dass eine weitere Nachbehandlung mit Balsam dann nicht mehr möglich wäre. Oder sagen wir, eine Wachsbehandlung wäre nicht sinnvoll. Denn würde ich das jetzt versiegeln, dann hätte ich hinterher keine Möglichkeit, das Ganze mit Balsam nochmal nachzubearbeiten, wenn es denn notwendig ist. Notwendig ist es insbesondere in den nächsten Wochen. Da werde ich ungefähr einmal pro Woche nochmal ein bisschen Balsam antun und einmassieren, damit es auch wirklich schön durchtränkt ist. Ihr habt gesehen, da gab es Bereiche, in denen es schon sehr trocken war. Insbesondere da muss man sicherlich noch ein bisschen nacharbeiten. Es wird aber auch Fälle geben, wo man ganz froh ist, dass es nicht versiegelt ist. Beispielsweise, wenn ein Kaltgetränk auf dem Tisch stand und das Kondenswasser so einen rauen Holzring hinterlassen hat. Oder es stand ein Heißgetränk darauf und das Wachs, das sich ja dann doch noch hier im Bereich der Oberfläche befindet, wurde dadurch angeschmolzen, was ebenfalls so einen Ring hinterlässt. Da gibt es Schleiftechniken, mit denen man das Ganze reparieren kann. Aber das ist sicherlich ein Thema, über das man ein eigenes Video machen kann. Ob ich das machen werde? Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Wenn, dann wahrscheinlich auch nicht hier an diesem Tisch, sondern an einem Probestück. Aber gut, das sei mal hinten angestellt. Für diesen Tisch ist die Oberflächenbehandlung jetzt zunächst mal fertig. Wie gesagt, in den nächsten Wochen muss ich immer mal wieder Balsam antun und einmassieren. Aber jetzt für den Moment war's das. Auch für dieses Video und dieses Kalenderjahr soll es das mal weitestgehend gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und für das vergangene Jahr, an dem ihr teilgenommen habt, wir haben hier ein komplettes Haus gebaut. Ich bin inzwischen dabei, das Haus einzurichten und es wird im nächsten Jahr noch viel folgen zum Thema Einrichtung. Der Tisch ist noch nicht ganz fertig, da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Wer sich zu Beginn der Videoreihe den Plan genau angeschaut hat, der wird sich vielleicht noch erinnern, dass hier in dem Bereich Schubladen hin sollen. Das ist ja auch der Grund, warum hier keine Querstrebe vorhanden ist, sondern hier diese große Aussparung und die Unterkonstruktion auch nur da im mittleren Bereich Querverstrebungen aufweist. Diese Schubladen werden nichts anderes beinhalten als zusätzliche Platten, denn dieser Tisch soll am Ende ausziehbar sein. Obwohl dieser Tisch mit 2,10 Meter Länge alles andere als klein ist, soll es nämlich möglich sein, auf beiden Seiten noch eine Platte anzufügen, sodass hier wirklich viele Leute dran können, wenn es denn mal notwendig sein sollte. Die hier fehlende Querverstrebung zugunsten der später folgenden Schublade hat außerdem noch ein ganz anderes Problem, nämlich dieses hier.
Der Tisch wackelt immer noch seitlich. Da muss er noch stabilisiert werden und das werde ich auch noch tun. Da muss ich mir noch genau überlegen, wie ich das machen werde. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet. Ich dachte, ein Tisch, der so massiv ist, der müsste stabiler sein. Aber anscheinend ist ja dem nicht so. Gut, da gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit. Entweder ich mache doch eine Querverstrickung rein, opfere die Schublade. Eine andere Möglichkeit, die mir realistisch erscheint, ist, dass ich die beiden Füße hier leicht schräg stelle, sodass also hier vorne kein Rechteck, sondern ein Trapez zu sehen ist. Also hier leicht nach außen gestellt und da hinten ebenfalls leicht nach außen gestellt. Praktisch sollte das nicht allzu schwierig sein. Da muss ich nur eine zusätzliche Leiste zwischen die Mittelteile des Untergestells und die Außenteile des Untergestells einfügen. Eine Leiste, die auf der einen Seite gerade, auf der anderen Seite leicht schräg ist. Sozusagen ein Adapter zu der bisherigen Konstruktion. Dann wirkt das Untergestell außerdem ein kleines bisschen breiter. Aber den Platz habe ich. Das wäre kein Problem. Und ich denke, das sähe zudem auch noch ganz gut aus. Außerdem muss ich die Platte noch am Untergestell befestigen. Auch das ist noch nicht geschehen und das mag der ganzen Konstruktion wiederum etwas mehr Stabilität verleihen. Ihr seht also, zu tun habe ich genug. Das Jahr 2023 wird noch einiges an Projekten dieser und ähnlicher Art beinhalten. Schön, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch bis hierher gefallen. Wann der nächste Teil zum Tisch erscheint, das weiß ich noch nicht. Kann gut sein, dass ich das nicht direkt im Anschluss hier dran drehen werde, sondern erstmal ein paar andere Dinge mache und mich dann später um die Schubladen und die Stabilisierung des Tisches kümmere. Es kann sogar sein, dass ich die Schubladen und diese Erweiterung sehr viel später baue. Das habe ich jetzt noch nicht entschieden. Für den Moment ist das Projekt für mich nämlich erstmal beendet. Der Tisch steht, er kann benutzt werden und alles Weitere, wie gesagt, irgendwann später. Wenn ihr übrigens Interesse an diesem Produkt haben solltet, an diesem Holzbalsam, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da werde ich einen Affiliate-Link einfügen zu diesen Produkten. Dann verdiene ich auch noch ein paar Cent daran. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Bestellung darüber tätigen würdet. Auch falls mir noch etwas einfallen sollte, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, zu dem Balsam, zu dem Öl oder zu dem Tisch im Allgemeinen, werde ich das in der Videobeschreibung hinzufügen. Nochmals vielen Dank an euch, an meine Zuschauerinnen und Zuschauer, die dieses Video und andere Videos gesehen haben. Vor allem an meine inzwischen über 6000 Abonnentinnen und Abonnenten. Solltet ihr noch nicht dazugehören, das lässt sich leicht ändern mit einem Klick da unten. Danke für das letzte Jahr. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Jahr auch dabei. Da wird es halt weniger ums Haus, als mehr um die Einrichtung gehen. Endlich wieder mehr Projekte. Das hatte den einen oder anderen so ein bisschen genervt. Okay, schön, dass ihr trotzdem dabei geblieben wart. Bis zum nächsten Jahr. Gehabt euch wohl.